So, das ist das Video für den netten Herrn, mit dem ich heute Nachmittag über Funk auf Kanal 80 ein QSO hatte. Und das ist mein selbstgebauter Sender. Die Analyse zeigt, hier ist ein normaler Widerstand, hier auch, und hier ist der Widerstand von der Endstufe. Nun ja, was ich gemacht habe, ist dann provisorisch oben am Berg, ohne wirkliches Werkzeug, außer Zähne, ein Kabel genommen, abisoliert und einfach hier vom Treiber direkt auf den PI-Filter das Signal weitergeleitet. Der Sender wird dann hier in dem Griff so in der Hand gehalten und hier ist die Antenne, die ist 1 Meter lang und unten hängt ein 1 Meter langes Kabel raus, das ist mein Gegengewicht. Dann geht es weiter, habe ich hier dieses dreiartige Kabel, das ist hochfrequenzmäßig kalt, hier sind Drosseln, hier ist eine Drossel, hier ist die zweite, übrigens auch noch rausgegangen ist, die musste ich auch noch dann irgendwie da so reinhalten, das Loch. Und hier ist der Audioeingang, der ist hochfrequenzmäßig kalt, weil der Widerstand dazwischen ist. Das Ganze geht dann, wie schon gesagt, auf ein dreiartiges Kabel in den Rucksack. In dem Rucksack ist das Batteriepack und der Audioadapter. Der Audioadapter geht über dieses Kabel dann zum MP3-Player, wo die Endlosschleife drauf war, die du gehört hast. Der Sender ist folgendermaßen aufgebaut. Hier ist ein F-Verstärker. Der geht hier zu einem Quarzoszillator. Hier ist mein FM-Modulator. Das Quarz hat eigentlich 27 MHz, aber ich ziehe es mit dem Kondensator auf Kanal 4 vom CB-Funk. Das Ganze geht auf einen Buffer, auf einen Verstärker für den Endstufentreiber und dann eigentlich zur Endstufe, die aber abgeraucht ist. So, hier ist mein PI-Filter. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, freut mich, dass der Sender die 40 Kilometer bis zu dir geschafft hat. Und jetzt habe ich noch die Aufnahme, die du haben wolltest. Wie dein Signal bei mir ankommt, aber ich habe dir schon am Funk gesagt, S9 würde ich sagen, ohne S-Meter, aber es war ein sehr starkes Signal, also keine Störungen drauf, selbst wenn ich das Funkgerät die Antenne nach unten gehalten habe, ging es noch her. Gut, dann hören wir uns das Ganze mal an. Hier ist erst nochmal die die Endlosschleife. Testsendung, Testsendung, selbstgebauter 450 mW CB-Sender. Testsendung, Testsendung. Okay, und das nächste ist deine Aufnahme. Dann sag mal, was das Geist ist. Stefan von Schliersee nach Ebersberg, ungefähr 40 Kilometer. Ja, machen wir mal da einen Test. Genau, da ist der Zulagsgleich. Grafing bei Ebersberg, da genau. Ja, dann probieren wir mal und dann schaue ich halt nachmittag mal, heute Abend mal das Video an. Da bin ich mal gespannt da. Genau. Sonderleistung hier 6 Watt, Entfernung 40 Kilometer Luftlinie etc. Genau, funktioniert einwandfrei jetzt einmal. Okay, dann wieder zurück. Okay, und als nächstes mache ich noch ein Video, wo ich jetzt die eigentliche Sendeleistung messe, mit der ich heute QRV war.